Ja, also am Anfang legen wir viel Wert darauf, dass sie erstmal ankommen, den Unternehmenskonzern verstehen, dass sie sich untereinander auch vertraut machen. Deswegen fahren wir auch zum Beispiel eine Woche lang weg, um abgeschieden und ein bisschen außerhalb des Betriebes so diese sozialen Komponenten zu fördern und das Team zusammenzuschweißen. Alle Azubis aus dem ersten Lehrjahr kommen da mit. Das ist halt so ein Kennenlernseminar. Da lernt man seine Meister kennen und die Gruppen untereinander. Und das lockert halt das Ganze mal ein bisschen auf und so, wenn man sich so untereinander kennenlernt. Und dann ist das alles halt nicht mehr so still. Ja, man merkt schon, mit wem man kann, mit wem man nicht so gut kann, wem man mag. Und bei uns in der Gruppe ist es sehr gut gelaufen. Da kann jeder mit jedem. Und ja, dann hat sich das über die Zeit einfach immer mehr entwickelt, dass man sich privat auch trifft. Und danach geht es über die Ausbildungswerkstatt, in der am Anfang die meiste Zeit verbracht wird, bis späterhin auch in Einsätze in die Betriebe kommen, wo man tatsächlich dann projektbezogen arbeiten kann. Als erstes lernt man erstmal Sicherheitsmaßnahmen, die man generell beachten muss hier in der Ausbildungswerkstatt, Sachen, die man darf und die man nicht darf. Und dann wird man eigentlich relativ gut bei der Hand genommen und langsam eingeführt in das Thema. Also gerade bei den Industriemechanikern ist am Anfang erstmal wichtig, dass sie die Grundfertigkeiten erwerben. Also wie spanne ich etwas korrekt ein, wie führe ich das Werkzeug. Aber wir achten auch darauf, dass immer Projekte am Ende bei rauskommen. Also die Schule, das wechselt. Im ersten Lehrjahr hat man 2 Tage Schule die Woche. Danach hat man ein Halbjahr nur 1 Tag Schule die Woche, danach wieder 2 Tage Schule die Woche, und zwar als Prüfungsvorbereitung für die Zwischenprüfung. Also Theorie und Praxis wird bei uns durch die Berufsschule und durch die Einsätze im Betrieb und in der Werkstatt schön verzahnt, wobei wir natürlich einen großen Wert darauf legen, dass die Noten in der Berufsschule entsprechend gut sind. Das fördern wir, indem wir intern sehr viel erklären. Wir haben eine sehr kleine Quote, also es sind relativ wenig Azubis auf einen Meister. Und wir fördern das ganze theoretische Know-how auch nochmal durch entsprechende Schulungen, die bei uns in den Räumen in der Ausbildungswerkstatt gehalten werden. Also ich würde meinen Freunden auf jeden Fall das empfehlen, hier einzusteigen, weil die Weiterbildungsmöglichkeiten sind halt hier besser wie bei kleinen Firmen. Man kann nach der Ausbildung seinen Meister machen oder seinen Techniker und kann dann halt gucken, wie man sich halt im Berufsweg noch weiterentwickeln kann.